Hallo zusammen, schauen wir uns die Teilbarkeitsregel von der Zahl 3 an. Wann ist eine Zahl durch 3 teilbar? Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ich zeige es euch wieder an zwei Anwendungsbeispielen. Die Frage ist, teilt 3 254 oder teilt 3 254 nicht? Welches Zeichen muss ich einsetzen? Ich überlege mir das mit der Zifferensumme. Die Zahl 254 besteht aus 2 plus 5 plus 4. Das ist die Zifferensumme. Ich addiere die einzelnen Ziffern. 2 und 5 ergibt 7, 7 und 4 ergibt 11. Die Zifferensumme ist 11. Kannst du 11 durch 3 dividieren, sodass 0 Rest herauskommt? Nein, das geht nicht. 11 durch 3 kann ich nicht rechnen. Ich kann schon rechnen, aber habe einen Rest. Das heißt, es geht nicht auf 0 Rest aus. Geht es sich nicht aus, dann geht auch die Zahl 254 nicht durch 3 teilen. Okay? Wir rechnen die Probe und schauen, ob das stimmt. Das heißt, wir rechnen es einfach aus und sagen, wir rechnen 254 geteilt durch 3 und schauen, ob sich's wirklich nicht ausgeht. 3 geht in 25, geht 8 mal. 8 mal 3 ist 24 und 1 ist 25. Nächste Stelle 4 herab. 3 geht in 14, wie oft? Geht 4 mal. 4 mal 3 ist 12. Und wie viel ist 14 und 2 ist 14? 2 Rest. Also es bleibt uns ein Rest übrig. Damit ist unsere Aussage richtig. Wir können 3 nicht, also wir können 254 nicht durch 3 dividieren. Entschuldigung, habe ich jetzt falsch herum gesagt. 3 teilt nicht 254, weil auch die Zifferensumme nicht durch 3 teilbar ist. Anderes Beispiel, die Zahl 8352. 3 teilt oder 3 teilt nicht? Wir überlegen es uns wieder mit der Zifferensumme. Das ist 8 plus 3 plus 5 plus 2. Die Zifferensumme von 8352 ist 8 plus 3 plus 5 plus 2. 8 plus 3 ist 11. 11 plus 5 ist 16. Und 16 plus 2 ist 18. Die Zifferensumme ist 18. Kannst du 18 durch 3 rechnen? Ja, das kannst du, weil 18 durch 3 ergibt 6. Also das geht mit 0 Rest, geht sich aus. Deswegen kann ich auch sagen, 3 teilt 8352. Das stimmt. Ich überprüfe es aber noch. Wir machen noch die Probe dazu und schauen uns wirklich an, ob wir recht haben. 8352 geteilt durch 3. Wir rechnen es einfach aus, ob es auch wirklich stimmt. 3 geht in 8 wie oft hinein? 2 mal 3 ist 6 und 2 ist 8. Nächste Stelle 3 herab. 3 geht in 23, 7 mal 3 ist 21 und 2 ist 23. Nächste Stelle 5 herab. 3 geht in 25, 8 mal 3 mal 8 ist 24 und 1 ist 25, nächste Stelle 2 herab. 3 geht in 12, 4 mal 3 ist 12, 0 Rest.
Somit haben wir bewiesen, ja, es geht sich aus. Ich kann die Zahl 8352 durch 3 teilen, weil auch die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Und hier ist es sich nicht ausgegangen, weil die Zifferensumme auch nicht durch 3 teilbar ist. Deswegen konnte ich 254 auch nicht durch 3 dividieren. Alles klar?